Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin Silas Lake mit einem neuen Video zu GTA Online, denn heute ist mal wieder Donnerstag. Das bedeutet, es gibt eine neue Eventwoche in GTA Online und in diesem Video schaue ich mir die Eventwoche mal im Detail an, schaue mal das neue Gratisfahrzeug an und den ganzen Rest, der für euch wichtig ist, inklusive den neuen Prime Gaming Rabatten. Wieder geht los, viel Spaß dabei! Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht lange drum rum. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr es mit euren Freunden teilen. Ihr kennt das Prozedere. Jetzt kommen wir aber mal zum neuen Casino-Podiumsfahrzeug, was ihr noch bis zum einschließlich den 21. April 2021 drehen könnt. Das ist aktuell nämlich der VSTR und damn, das ist ein richtig nices Fahrzeug. Ich persönlich finde, dass der VSTR eines der besten Fahrzeuge ist, was es in GTA Online gibt. Und ich verrate euch auch gerne, warum. Zum ersten Mal kostet der Wagen normalerweise 1,285 Millionen Dollar. Ihr spart euch also diese Woche eine ganze Menge Kohle, wenn ihr den Wagen dreht. Und außerdem hat der Wagen Platz für 4 Leute, was bei einem Sportwagen nicht typisch ist. Das bedeutet, ihr könnt wirklich viele Leute mitnehmen und seid dabei noch parallel schnell. Und außerdem hat der Wagen dann auch noch einen unglaublich coolen Look. Okay, auf dem Podium sieht er eigentlich relativ hässlich aus, muss man schon sagen, aber an sich ist der Wagen schick und man kann aus dem Wagen auch wirklich viel rausholen. Aber jetzt kommen wir mal zur Leistung vom VSTR, denn die kann sich so richtig sehen lassen, denn die überzeugt schon echt auf ganzer Linie. Die Steuerung ist mega direkt, ausbrechen tut er so gut wie nie und selbst bei hohen Geschwindigkeiten kannst du noch sehr filigran durch die Innenstadt pressen. Also meine Empfehlung ist hier definitiv, versucht den Wagen zu drehen, ihr werdet richtig Spaß an ihm finden. Hier oben rechts habe ich dir gerade aber auch ein Video verlinkt, wo ich dir einen Glücksradtrick zeige, mit dem du so oft am Tag drehen kannst, wie du das möchtest und wie du außerdem die Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, dass das Podiumfahrzeug drankommt. Als nächstes kommen wir jetzt aber mal zu den Möglichkeiten, wie ihr diese Woche wieder viel Geld verdienen könnt, denn es gibt dreifaches Geld und RP auf den Sumo-Gegner-Modus inklusive die Remix-Version davon. Der Gegner-Modus ist eigentlich genauso, wie es der Name vermuten lässt. Ihr fahrt mit Autos und müsst andere Autos von einem großen Spielfeld werfen. Dabei wechseln sich dann immer noch die Safe Zone, wo ihr rein müsst und alles in allem macht der Modus wirklich schon viel Spaß. Besonders bei dreifachem Geld und RP kann man damit schon wirklich was Gutes dazu verdienen. Aber es gibt auch noch doppeltes Geld und RP auf die, haltet euch fest, Biker-Verkaufsmission, was mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert hat, weil es sie ja erst letztens vor ein paar Wochen gab. Naja, diese Woche gibt es also schon wieder doppeltes Geld und RP auf die MC-Verkäufe und damit lässt sich auch wirklich sehr viel Kohle verdienen. Wenn ihr also vielleicht noch ein volles Kokslabor habt, dann solltet ihr das in der aktuellen Eventwoche definitiv zu Geld machen. Aber das war's noch lange nicht mit Geldverdienmöglichkeiten, denn es gibt außerdem noch doppeltes Geld und RP auf die RC-Bandito-Rennen, auf normale Zeitrennen und auf die RC-Zeitrennen. Das sind übrigens die Rennen, die es immer im freien Modus gibt. Mit doppeltem Geld ist das zwar eine nette Summe, die dabei rausspringt, allerdings bekommt er das Geld nur einmal in der aktuellen Eventwoche, weil ihr diese Zeitrennen halt wie gesagt nur einmal abschließen könnt, beziehungsweise ihr nur einmal das große Geld dafür bekommt. Also wenn ihr es möchtet, probiert es diese Woche aus, aber man muss auch dazu erwähnen, die Zeitrennen sind schon relativ schwierig. Okay, das war's jetzt auch schon wieder mit den dicken Angeboten von Rockstar Games, aber falls sich das vielleicht alles zu schwierig oder auch zu zeitintensiv ist, weil ihr in der Corona-Pandemie vielleicht super viel zu tun habt und deswegen nicht viel Freizeit habt, ja, wer es glaubt. Aber ihr könnt es ja trotzdem mal mit einem Moneyboost von Loot4 Games probieren. Das ist nämlich Deutschlands größter Anbieter für Moneyboost in GTA Online. Und außerdem haben die gerade immer noch ihre krasse Gratis-Millionen-Aktion am Laufen. Wenn euch das also interessiert, was es damit auf sich hat, schaut gerne mal beim ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Kommen wir nun aber auch mal wieder zu neuen Geschenken in GTA Online, denn wenn ihr euch diese Woche anmeldet, bekommt ihr die dunkle X-Ray-Maske geschenkt und außerdem ein Vapers-T-Shirt. Keine Ahnung, wie die aussehen, aber die trägt eh keiner, also juckt das. Zum Ende geht es jetzt wieder wie gewohnt zu den Rabatten und jetzt haben wir endlich mal wieder ein paar Business-Immobilien im Angebot, denn es gibt 40% Rabatt auf die Arcade-Hallen und 30% Rabatt auf die Arcade-Spieleautomaten und auch 30% Rabatt auf das Master Control Terminal. Das ist übrigens sehr gut, wenn ihr mehrere Businesses habt, denn mit dem Terminal könnt ihr alle Businesses in der Arcade-Halle überwachen. Und wenn euch interessiert, wofür ihr die Arcade-Halle braucht, falls ihr mal das Casino ausrauben möchtet, dann müsstet ihr euch eine Arcade-Halle kaufen, weil dort die ganze Planung stattfindet. Kommen wir dann aber jetzt am Ende nochmal zu den Fahrzeugrabatten. Da gibt es auch leider nicht so viel Gutes, denn es gibt 50% Rabatt auf den Kuruma, der kostet dann noch 350.000 Dollar. 40% Rabatt gibt es auf den RC Bandito, dieser kostet dann noch 954.000 Dollar. 40% Rabatt gibt es außerdem auf den RC Panzer, dieser kostet jetzt noch 1,365 Millionen Dollar. 40% Rabatt gibt es außerdem auf den PR4, das ist ein Formel 1 Wagen, der kostet noch 2,1 Millionen. Und 40% Rabatt gibt es auch noch auf den R88 und dieser kostet dann noch 1,869 Millionen Dollar. Zu guter Letzt gibt es dann noch 30% Rabatt auf den Brioso 300 und dieser kostet dann noch 427.000 Dollar. Und von all diesen Fahrzeugen lohnt sich eigentlich nur der gepanzerte Kuruma, falls man den im Jahre 2021 noch nicht hat. Kann man ihn sich diese Woche auf jeden Fall mal gönnen, denn der Wagen ist schon relativ gut. Der ganze Rest ist aber
nicht so gut. Kommen wir dann aber jetzt zum absoluten Ende nochmal zu den beliebten Prime Gaming Rabatten, wobei ich ehrlich gesagt nicht so weiß, wie beliebt die eigentlich sind, weil ich glaube, mega wenige Leute nutzen nur Prime Gaming. Auf jeden Fall, falls ihr zahlendes Mitglied seid, erhaltet ihr diese Woche wieder, wie schon immer, eine kostenlose Sonarstation in der Kosatka. Langsam solltet ihr auch mal jedes Prime Gaming Mitglied haben. Außerdem bekommt ihr noch $200.000 geschenkt und erhaltet 3 Fahrzeugrabatte. Für euch gibt es nämlich 80% Rabatt auf den Komet Safari. Dieser kostet noch $142.000. 80% Rabatt gibt es außerdem auf den GT500. Der kostet jetzt noch $157.000 und zu guter Letzt gibt es 70% Rabatt auf den Zorusso und dieser kostet dann noch $577.000. Der Komet Safari ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, da kann man nämlich richtig viel dran tunen und die Leistung ist auch recht in Ordnung. Der GT500 ist ein schicker Klassiker, der für Oldtimer-Freunde sicherlich keine schlechte Idee ist und der Zorusso, ja, der ist eigentlich relativ schlecht, da könnt ihr getrost die Finger von lassen. Aber gut, Freunde, alles in allem soll es jetzt auch mit dieser neuen Eventwoche gewesen sein und ich muss sagen, sie fing gut an, wurde dann aber leider zum Ende hin immer schwächer. Also der VSD auf dem Podium ist mega gut, braucht man sich nicht drüber streiten. Die Geldverdienmöglichkeiten, die sind auch echt klasse. Sowohl lustig als auch lukrativ. Aber wie gesagt, am Ende wurde es dann nicht mehr so toll, denn die Rabatte sind halt ziemlich mies. Da gibt es einfach nicht so viel Gutes. Als Note würde ich also eine 3 bis 3 Minus geben. Aber Freunde, wie sieht das denn jetzt bei euch aus? Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.